Der Nüner ist der Nüni im Nüner und rappt über den Nüner zum Nüni. Wir sind im Nüni und mein Nünet, yeah. Habibi, ich am Rap und nichts wisse, das Verbisser ist der Dusse. Und nicht, wenn zu dir das sieht, so nur verlöret. Im Netze mit Panini, mit Schüler am Tischle und im Wiedwurf. Fahre ich den Nabel, LHG Kuhne und nach paar Stunden, paar Wochen haben wir den Nüner gefunden. Halbes Reden, Altstädte, Nünter Kreis und die Bunde. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Wir sind in Ayia Napa, Zypern. Wir sind gestern angekommen. Kurz dazu, wie wir angekommen sind. Ey, schönen guten Morgen. Wir haben 3.30 Uhr, Bruder. Für uns geht es jetzt nach Ayia Napa. Bruder, ich schwöre, keine Ahnung. Aber ich bin um 3 Uhr aufgestanden. Ich bin noch nie in meinem Leben nicht so früh an den Flughafen überhaupt gekommen. Wir haben gestern schon Gepäck abgegeben. Es ist jetzt Zeit zu fliegen. Flughafen ist jetzt schon voll. Um 3 Uhr morgens, Bro. Das ist crazy. Aber wir haben uns getroffen, 3.45 Uhr. Ich zeig kurz, wie das war. Bruder, wir waren so aufgedreht, das war ehrlich geisteskrank lustig. Man in the mirror. Ah. Man in the mirror. Hadid an. Weil ich mich kontrolliere. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Deshalb laufe ich von mir selber weg. Und ich sage euch so, wir sind gestern angekommen, es war so heiß, wir sind gestorben. Wir waren kurz am Nissi Beach und am Abend waren wir draußen. Ich habe schon einen Sonnenbrand im Gesicht, keine Ahnung, ob man sieht. Bruder, mein ganzer Rücken voller Sonnenbrand. Ich war noch nie an einem Ort, wo so heiß ist wie hier. Wir haben Sommerferien, deswegen genießen wir es. So sieht unser Airbnb aus, also auf jeden Fall extrem chillig. Und sehr, sehr comfy und wir haben auch nicht einen teuren Preis dafür bezahlt. Deswegen können wir uns auch nicht beschweren und nehmen es, wie es ist. Was geht ab, Leute? Ich bin Ahmed. Ich bin heute auch dabei. Ich freue mich auf den Strand. Ich liege dorthin und schlafe einfach. Cringe! Was geht ab, Freunde? Salem, ich bin auch dabei. Mittlerweile schon ein bisschen heiser. Wir lassen das Ganze auf uns zukommen. Wir gehen jetzt zum Strand und genießen einfach das Leben hier. Yo, was geht ab, Freunde? Ich bin auch dabei. Marcelo. Ja, das ist ja wieder gesehen, Bruder. Yalla, was geht, ich bin euer Boy Marken, ich bin natürlich auch wieder dabei, ihr wisst Bescheid, ein Abend, wir sind lit. Was geht ab, Leute, ich bin... Bruder, hier ist irgendwie eine Baustelle. Okay. Hier ist unser Safe, der Schlüssel ist immer hier drin. Und falls ihr das Passwort wissen wollt... 1110. 1312. Sieht ein bisschen so cracky aus hier draußen so. Wenn ich mal lügen. Bruder, was für Minusraucher, Bruder. Und ey, gell, einfach damit ihr wisst. Hier ist ja Rechtsverkehr. Die Leute fahren hier Linksverkehr. Die fahren hier wie behindert. Vertraut mir. Das ist geisteskrank. Die fahren einander vorbei. 2 Zentimeter Abstand, Bruder. Du denkst, keine Ahnung, man denkt, man ist in Marokko oder so. Und man kann überall solche, warte, ich sag euch. Alle mieten solche Teile. Aber wir können das nicht machen, weil, Bruder, ihr wisst, Fahrerprüfung nicht bestanden. Nicht mal Theorie habe ich bestanden. Wow. Bruder, wie schön sieht das aus, Bruder. Das ist der einzige Ort in Ayia Napa, wo es so ein bisschen grün ist, weil sonst findest du hier eigentlich nirgendwo grün. Thank you. Oh mein Gott, Bruder. Ey, das sieht köstlich aus, Bruder. Ey, guck mal, wer wir getroffen haben wieder. Unser Homie. Bruder, wir haben ihn wieder getroffen. How are you? You good? How long are you here for holidays? No, just we're performing tonight at Project. Ja. Napa rocks, then we fly back tomorrow. Alright, okay. So have a good time. Thank you, my bro. We come, baby. So, Leute, wir sind jetzt hier gerade am Strand. Ich muss diese goofy Brille tragen, weil ich viel zu sensible Augen habe. Weil umso hellere Augen man hat, desto mehr sensibel ist man gegen die Sonne. Sowas glaube ich. Unnormal klar, seht ihr, aber jetzt gerade ein bisschen windig, deswegen ist alles so nicht so ein perfekt optionales Wetter. Bruder, er kommt mit die Ends an den Strand. Bruder will seine Talaunzone nicht verlassen, Bruder. Statement? Oder diese Ding, wie heißt das? Flipflops. Overrated. Es ist Todes am Winden. Wir waren vorhin gerade auf diesem Wasserteil. Ich blende euch kurz ein. Bei allem, was ich hab, Jungs. Statement, sind wir fast gestorben oder nicht? Bruder, ich kann mich nicht mal auf die linke Seite drehen wegen meinem Nacken. Das sagt schon alles, Bruder. Ich bin gestorben. Mein Finger, Bruder. Siehst du das, Bruder? Du, zeig deinen Finger. Bruder. Ey, es war so lustig. Bei Gott, ich habe so viel gelacht. Ich habe einfach Bauchkrillen gemacht auf dem Ding. Bruder, trink.
Bro, what the fuck, Bruder, sein Handgelenk ist auseinandergenommen wegen dem Dings draußen. Nein, nein, Bro, er spielt. Bro, schwör. Hey Leute, wir haben mittlerweile 6 Uhr. Wir sind immer noch hier am Chillen, es ist so bequem. Sowieso in Ayia Napa ist es so, dass es erst beginnt um so 1, 2 Uhr morgen, deswegen haben wir gar keinen Stress. Um 9:30 gehen wir dann essen in ein italienisches Restaurant. Später gehen wir nach Hause, dann trainieren wir alle ein bisschen. Wir gehen duschen und all das Zeugs. Und dann geht's auch schon in den Abend, also eigentlich in das größte Geschehen in Ayia Napa. Ey, gebt euch mal den Sonnenuntergang. Bruder, das ist krass. Wir haben jetzt fast 7 Uhr, wir sind immer noch am Strand. Wir lassen uns ehrlich so gut gehen gerade. Eigentlich wie klar, dass das Wasser ist. Guck mal, so ist meine Hand. Seht ihr das, wie klar? Bruder, das hier ist unbezahlbar, Bro. Oh, 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 oh Maria. So, guck, ey, das hier machen. Wir werden so Lounges haben und so schnorcheln gehen und so. Alles inclusive. Ey, jetzt mal kurz. Es gibt Essen, Cocktails, alles all inclusive und unlimitiert, ne? Bruder, es kostet 70 Euro und es geht 4 Stunden. Es ist todesfresh. Wir haben uns jetzt diese Tour gekauft. Wir haben jetzt 7:30. Um 9:30 müssen wir im Restaurant sein, um zu essen. Und ja, wir gehen jetzt kurz nach Hause. Uns umziehen und so duschen, weil ja, voller Sand, ihr kennt das Gefühl. Guck mal meine Füße, Bruder. What the fuck? Das ist ugly as fuck, no cap. Ich zeige euch jetzt so, wie wir uns hier ernähren. Hier. Ja. Hast du LFTV abonniert? Sei ehrlich. Hoppa, hoppa! So, wie sieht's aus? Nein, Bro! Er hat den Ball gerade hier auf dem Balkon hochgeworfen. Ich muss den jetzt holen. Okay. Onkel, Kletter-TV. Kletter-TV in Action. Auf dem TV, schön, look. Jetzt überpacken. Leute, wir sind ready to go. Wir gehen jetzt kurz Nachtessen beim Italiener. Wir haben. Bruder, diese Uhrzeit kann ich nicht lesen. Bei Gott, Bruder, hatet mich, aber ich kann es nicht und ich mach's auch nicht aus Prinzip. Ich muss zu viel überlegen, wenn ich das lese. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt zum Taxi. Let's go. El Gadrocat. Do you know how much it is? How many euros? 15 Euro. Es ist irgendwie immer alles 15 Euro für überall. Du fährst mit immer 15 Euro, überall. Ich weiß nicht wieso, aber ist okay. Drei pro Person ist okay. Ey, so sieht's hier aus. Sieht ehrlich cool aus. Es sieht einfach aus. Man merkt einfach, man ist in den Ferien, wenn man an so einem Ort ist. No cap. Guck mal, alles hier oben. Bella Italia. Boah, das sieht schon stark aus. Das sieht stark aus. Ja, Pizza smells so good. Wow, brother, brother, brother. Entschuldigung. Gracias. Ihr wisst ja, wenn es kalt ist und so, man sieht es ja von draußen. Bruder, guck, es ist innerhalb von 2 Sekunden nass. Der Tisch ist nass, weil es so heiß ist. Die Scheiße schmelzt so schnell. Gracias. Pizza sieht stark aus. So Leute, wir haben jetzt fertig gegessen. War mucho gusto, mucho strusco, Digga, auf den. Wir walken jetzt noch ein bisschen hier in der Stadt herum und gucken, was wir machen möchten. Danach geht es wieder nach Hause, machen wir uns ready und dann geht's in das Nachtleben. Gestern waren wir auch schon hier, wie gesagt. Ich sage euch ehrlich, wir wissen noch nicht genau, wie es aufgebaut ist, weil irgendwie ist hier alles offen, man kann einfach rein, es gibt coole Bars und so. Und Clubs und so, verstehe ich nicht ganz, wie es ist. Ich habe gestern meine ganze Zeit beim Boxautomaten verbracht und mein Geld dort gemacht. Wir haben alle gewettet. Bruder, ich habe den Ding so weggehauen, ich verstehe nicht. Aber ich zeige euch später alles. Ich habe mit einem heute eigentlich battle um 300 Euro. Ja, auf jeden Fall ist cool. Aber wir gucken, du walken jetzt noch ein bisschen und dann yeah, yeah, yeah. Nee,
nicht für meinen Fetisch, einfach für meinen YouTube-Blog. Willst du Hallo sagen? Servus. Okay. Hallo, ein Offizier, Bruder. Wie läuft der? Oh my days, bro. Ey, kennt ihr das? Immer von diesen Insta-Videos, wie die so Knockout gehen. Das ist das hier, Bruder. Guck. Bruder, ich hab's gar nicht mitbekommen, Bruder. Einfach so ein riesen Rummelplatz, einfach im Bruder, einfach in Ayanapa, hä? Aber es ist ein bisschen tot hier. Ich glaube, es ist nicht so viel Action hier am Abend. Deswegen. Hey, ihr hört, wir sind im Auto. Es klingt wie auf einem marokkanischen Bazar. Yeah, yeah. Taxi-Driver kann Deutsch. Willst du sagen Hallo in mein Video? Leute, wir machen uns jetzt gerade ready, um nach draußen zu gehen. Und ich weiß nicht wieso, aber wenn ich in den Ferien bin, es fällt mir so schwer, mein Zimmer oder weiß ich was, einfach Ordnung zu halten, weil ich schmeiß alles hin und ich gebe einen Fick auf alles. Weil zu Hause, Bruder, mein Zimmer, es ist immer aufgeräumt. Ich kann nicht, wenn es nicht aufgeräumt ist. Aber hier, Bruder, guck dir das an, Bruder. Ich bin einen Tag hier. Einen Tag bin ich hier. Einen Tag, Bruder. Ey, ich habe keine Ahnung, was ich anziehe. Meine Fits sind alle low-key L, weil... Bruder, ich hab kein Geld und neue Kleider. Ich habe mir diesen Sommer keine einzigen neuen Kleider geholt, weil ich einfach broke as fuck bin. Deswegen muss ich Kleider anziehen, die ich seit letztes Jahr habe. Und ja, das ist ein bisschen ass, aber. Ey, so Leute, es ist wieder Zeit zum Gehen. Yeah! Ich zeige euch jetzt kurz, wo die Hauptstraße ist, sozusagen. Ich weiß es selber noch nicht so genau, weil wie gesagt, wir sind seit gestern hier. Aber es ist ein bisschen komisch so. Weil es ist so ein ganzes Viertel, aber irgendwie sind die Clubs alle ein bisschen weird. Guck, ihr seht, es hat fast keine Leute hier, okay? Wir werden jetzt kurz an die Straße gehen und dort wird es auch nicht so voll sein. Die Leute meinten, am meisten Leute sind von Donnerstag bis Samstag. Und wir haben erst Dienstag, das heißt, nicht so, so voll. Ich dachte eigentlich, das ist Main Time, aber irgendwie sind wir schon ein bisschen zu spät und wir haben Juli, Ende Juli. Ist doch eigentlich Main Time. Hä, wann seid ihr alle gegangen? Aber ja, keine Ahnung. Diese Taxis sind hier überall. Warte, ich sag es kurz, okay? Man hat hier... Hinten, also es sind so 5 Plätze, die sind krass, ich schwöre. Hier auch, überall. Hier ist eine Bar und hier beginnt eigentlich so die Main Street. Guck mal, wie leer. Guck mal, wie leer. Und herzlich willkommen in der Hauptstraße von Ayanapa. Ihr seht, es ist noch nicht so viel los, aber ja. Bisschen Minusaura. Leute, das hier soll Car Wash sein. Das soll angeblich auch ein Club sein, der ein bisschen bekannter ist, aber... Guck mal, überall Promoter. Hallo. Überall, die fragen dich alle. Komm rein. Die sagen dir beste Angebote. Guck, Leute. In Ayanapa so, guck nochmal. Es gibt überall Promoter, die dir alles Mögliche verkaufen möchten und geben möchten. Es gibt auch überall diese Challenges. Größter Scam. Das ist unmöglich. Vertraut mir, das ist unmöglich. Guck das schon an. Ich habe das gestern versucht, die scammen euch. Das hier ist eigentlich die coolste Bar hier. Encore, bei Gott, das ist die coolste Bar, weil es gibt frische Musik und du kannst sitzen. Alles free entry. Oh, fuck no, oh mein Gott, Bruder. Knapp, Bruder. Oh, Bruder. Schade, hat leider auch nicht gereicht, Bruder. Was? So, we're gonna stay for this. What? Did you, English. You give blowjob or you want blowjob? I want the... Ah! Yeah, yeah! What the fuck is up? What the fuck is up? This is my Moin Leute, was geht? Wir sind hier in Ayanapa und wie ihr schon wissen, ich glaube, das kommt jetzt am zweiten Tag. Heute haben wir den ersten Tag so. Bis jetzt ist chillig, ich schwöre, aber wir sind gerade Wichser. Nein, warte! Ich schwöre! Das reicht! Da! Crazy. Bruder, mein Handgelenk. Okay, hier in Ayanapa, es gibt überall Boxautomaten. Das Schlimmste, was hier einem Mann passieren kann, ist, wenn es ein Duell gibt. Bruder, ich bin nur hier, um Wetten zu machen am Boxautomaten. Wisst ihr, wie viel Geld ich gemacht habe? 120 Euro, nur vom Boxautomaten. Nur vom Boxautomaten. Dementsprechend habe ich meine Hand gestern auch auseinandergenommen. Sage euch noch kurz ein Video, aber ey, wir haben gerade 2 Uhr und wir machen uns jetzt ready. Wir gehen jetzt auf ein krankes Boot. 4 Stunden fahren wir, Höhlen, Schnorcheln, alles mögliche. Auf das freue ich mich auch nochmal. Und ja, richtig geil. Gebt euch mal... Ich habe einen dicken Pickel gekriegt hier. Weil eigentlich Meerwasser gibt gute Haut, aber Bruder, ich habe 3 Pickel gekriegt. Das ist krank. Ey, das hier...
Habe ich übrigens immer noch nicht im Griff. Heute irgendwie, es ist viel, viel, viel kälter als alle anderen Tage. Es ist immer noch unnormal heiß, aber fürs Verhältnis mit den anderen Tagen irgendwie warm. So, unser Karl ist, glaube ich, hier. Yeah, this is us. Brilliant. Guck mal, war hier drin. Ja, okay, Baba. Wir werden jetzt irgendwo hingefahren. Ich habe keine Ahnung, wo. Ich gehe jetzt hin. Seht ihr, wie klar das ist, aussieht, Bruder? Ich bin so hyped gerade und ich freue mich so unnormal. Guck doch schon mal diese Aussicht, Bruder. Ey, übrigens, wahrscheinlich ist das mein letzter Vlog, bevor ich nach L.A. gehe. Das heißt, ich bin wahrscheinlich momentan gerade in Los Angeles. Und ja, wenn ihr davon nichts verpassen möchtet, dann folgt mir gerne auf Insta, lf.tv. Weil wir werden dort, wie gesagt, ich werde dort jeden Tag vloggen und ihr werdet dann richtig viel Content aus L.A. kriegen. Ich bin gerade momentan dort in einer Schule und weiß gerade nicht, was ist. Ich gehe alleine, wir werden sehen, wie es kommt. Deswegen, wenn ihr nichts verpassen möchtet, abonnieren, liken, kommentieren, damit auch du Los Angeles nicht verpasst. Weißt du, was ich meine? Gehen hier mit solchen Buggies auch, du kannst die mieten. Todesteuer aber, todesteuer. Ey, das ist unser Boot und wir haben alle ein Bruder, was, ich kann kein Deutsch mehr. Gut. Bruder, ich hab so Durst. Es ist so wichtig, hier Wasser zu trinken, du regst uns. No cap. Bis nach Klo, oder? Ja. Ey, Leute, wir sind am Fahren. Ja, Mann. Ey, wir sind am ersten Spot angekommen. Oh, ich bin so müde. Oh. Ich schwimm jetzt. Ey, Bruder, hör mal, wenn die mir. Hallo! Ja, yeah! Okay. Ah. Es ist so. Oh, your eyes! Salz. Meine Augen brennen und es ist so tief und ich hab Todesangst. Ey, guck kurz, diese Villen an. Bruder, das ist geisteskrank. Denen geht's ganz gut. Ich habe gerade eine Schildkröte gesehen. Guck mal, wo wir jetzt sind. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber schon cool, diese Bootsfahrt. Macht schon Spaß auf jeden Fall. Ey, wenn ich euch sage, dieses Essen. Respektlos, oder? Oder? Tod. Wir sind gerade auf so, solchen Sitzsäcken hier. Auf dem Dach. Leben bockt gerade ohne Mann. Jetzt gerade richtig fest, mein Gott. Ey, die wurden gerade alle nass gespritzt von den Wellen, Bruder. Oi, Bruder, noch nie so was Schönes gesehen, Bruder. Bruder, man kann ja kurz sagen, Vibe 1 bis 10 gerade. 11. Ganz so krass wie noch nie, Bruder. Gebt euch mal kurz, wie schön das hier verläuft. Und das sieht in echt noch mal tausendmal krass aus. Ich kann das gar nicht vorstellen, Bruder. Hier mit dem Boot, die anderen sind hier am Pennen, Bruder. Hier ist der Hafen. War cool, oder? Ja, Bruder, war so entspannt. Bruder, alleine für das jetzt hier hat sich so hart gelohnt. Ich schwöre, noch nie in meinem Leben habe ich so was Schönes gesehen wie gerade jetzt. Ich schwöre. Yes. Yes. Bruder! Diese Tour hat sich geisteskrank gelohnt. No cap. Great time, what a great time. Nice. Brother, nice. Good captain, good captain. Aber Brother, ich war der Captain, aber Jelle, wir reden mit allen hier. W-Katamaran, ich schwöre. W-Katamaran. Für die OGs meiner Vlogs, wissen ja, wir waren vor 2 Jahren in Kroatien und wir haben dort auch die Bootstour gemacht. Die war fresher an sich, aber Bruder, dieser Sonnenuntergang gerade jetzt hat alles gefickt, was man ficken kann, Bro. No cap. Das war geisteskrank, wenn ich euch sage, Chat. Das Wasser, guck mal, wie klar. Merkt ihr das so? Bro, das ist so etwas...
für sowas bin ich extrem dankbar, dass wir sowas haben. No, dass wir sowas sehen dürfen, meine ich so. Das ist crazy. Gönn euch! Gönn euch, Raspberry Cheesecake, Digga! Leute, wir sind Last Man Standing am Strand. Matteo ist schlafen. Gebt euch diesen dicken Sonnenuntergang. Hier wird langsam leer. Wir haben 8 Uhr abends, hier kommt schon das Licht. Hey, no cap. Dieser Vlog, ich weiß nicht mal, ob das was Gutes wird, aber ja, kurz zu. Ich bin jetzt gerade in Los Angeles, wenn das online kommt. Ihr müsst euch ein bisschen gedulden, ab dann kommen Banger nach Banger nach Banger. Pro Woche 2 Uploads in 3,5 Monaten. Deswegen macht euch drauf gefasst. Checkt gerne mein Insta, lf.tv. Da kriegt ihr jetzt schon ein bisschen so Previews, was alles kommen wird in Los Angeles und so. Und ja, Statement zu Ayanapa, okay? Wir haben für den Flug 800 bezahlt, Bruder, okay? Das ist geistkrank teuer. Niemals hätte ich das bezahlt, aber wir mussten sagen, ey, das sind unsere letzten Ferien, alle zusammen. Deswegen, wir mussten das machen, okay? An sich, sehr cool. Zypern hat frische Strände, gutes Wetter und so. Aber ich sage euch ehrlich so, ist overhyped. Nachtleben bockt nicht so, deswegen habt ihr auch nicht so viele Aufnahmen gekriegt. Ist einfach ein bisschen lame. So, wenn ihr wirklich gut essen möchtet und frischer Strand, dann kommt. Aber ansonsten, sage ich euch ehrlich, bisschen lame. Ja, an der Stelle, ich küsse euer Herz. Ich hoffe, der Vlog hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Ihr wisst, was geht. Ihr wisst vielleicht nicht, was geht, weil ich selbst keine Ahnung. Verpisst euch.